Hey ho und herzlich willkommen zu Pokémon XD, der dunkle Sturm, mit Chibi Let's Play vor dem weiß gestrichenen Gebäude von Orre News Broadcasting Station. Ja, so nennt sich ONBS wirklich. Auch wenn es im Spiel leider nicht so erwähnt wird, auch wenn hier leider kein Türschild dafür dran ist, aber es war trotzdem sehr witzig zu lesen. Also Tippi Let's Plays Antwort zum Beispiel von wegen, ja, bei ONBS, da fällt mir jetzt auch keine jugendfreundliche Antwort ein. Das ließ meine Gedanken wieder entgleisen, aber ist egal. Was mich hier allerdings wundert ist, der Türsteher ist weg, vielleicht hat er Pause, aber gut, gehen wir einfach mal rein, ne? Schauen wir uns da ein bisschen um. Ich glaube, wir mussten ja mit jemandem reden, ich habe wieder vergessen mit wem. Es gibt Schwierigkeiten. Ein paar zwielichtige Gestalten kamen hereingestürmt und haben Chiyo, das Mädchen, am Empfang geführt. Aber Knölz ist zum Glück noch da. Knölz. Knölz, Knölz. Nee, Knölz. Du hättest Chiyo beschützen müssen, Knölz. Also wirklich. Es gibt Schwierigkeiten. Okay, ich dachte, er sagt jetzt noch was anderes. Das ist natürlich echt nicht schön. Der Junge hier ist auch weg. Was? Och nö, ne? Ich hab's wirklich befürchtet. Kaum sind wir hier drin, schon meldet sich der Sensor vom Poképlatz. Das heißt, da ist ein wildes Pokémon. Und das, obwohl wir hier eigentlich jetzt nach dem Rechten sehen sollten. Ich flitz mal ganz schnell rüber, ne? Ich würde sagen, die Zeit können wir uns bestimmt noch nehmen. Wenn da die Halunken reingestürmt sind, dann sind die ja bestimmt nicht so schnell wieder weg, ne? Also die wollen ja dann erstmal ihre Tat vollenden. Ganz in Ruhe, mit dem Kaffee. Ich hätte gucken müssen, welcher. Vielleicht wollten sie ja nur die Kaffeemaschine plündern, kann ja auch sein. So, Poképlatz-Sensor. Der an der Oase, da leuchtet, also da zeigt sich so ein Ring. Gehen wir da mal hin. Ja, da. Okay, schauen wir einfach mal, was da Schönes ist. Ein Gehweiher. Okay. Mit heiterer Musik. Warum auch nicht? Na los, Häferlein. Gut, wie gehen wir denn da vor? Es hat Level 16. Vielleicht schaffen wir es, es zu paralysieren. Das wäre schon mal von Vorteil. Und es slidet wieder schön auf den Boden. Ich nehme nochmal Schlecker. Ich möchte es ja jetzt nicht sofort besiegen, auch wenn wir natürlich Erfahrungspunkte verdienen würden. Nochmal Ruckzuck-Hieb. Wenn ich mich richtig erinnere, ist Gewa ja vom Typ Käfer und Wasser, ne? Na gut. So fangen wir es mal mit einem Prämieball. Ne? Das ist ja im Grunde auch eine Prämie, dass wir hier in Pokémon XD mal wieder wilde Pokémon fangen können. Bleib schon drin. Jawohl, auf Anhieb gefangen. Wunderbar, super. Da müssen wir gar nicht mehr so lange rumeiern. Möchtest du einen Spitznamen geben? Nein. Wurde zum PC übertragen, wunderbar. Gut, sind noch ein paar Kuchenstücke über. Das heißt, wir können irgendwann bestimmt wieder hierher. Ich hoffe nur, der Sensor hält jetzt erstmal für einige Zeit die Schnüsse und fängt nicht gleich wieder an zu klingeln, wenn ich die Türschwelle überschreiten möchte. Umgehen wir ja an der Box. Na gut, wir kümmern uns jetzt drum. Ich möchte ja die wildgefangenen Pokémon alle im Forum vom Kryptorbis reinknallen. In der Hoffnung, dass sich da so ein bisschen was ergibt. Ja, hier rein. Kryptorbis.
Beispielsweise können wir dann ein neues Forum nehmen. Jawohl, Käferwasser. Haha, ich bin gut. Ich hab's echt noch drauf. So, Forum 2. Wupp. Und, dann nehmen wir mal dich. Oh, du hast das Item Schattenglas. Okay, sehr gut. So. Ihr seid beide vom Typ Wasser, da könnt ihr euch bestimmt ganz gut unterhalten. Aber hier sehe ich dann im Grunde... Oh, so. Na gut, wenn man beim linken Feld guckt, diesen Leiste, da ist die sogar kürzer als bei dem hier. Interessant. Muss man das verstehen? Nee, ne? Weil ich meine, beim selben Typ sollte das schon einen gewissen Boni bringen. Aber egal. Ist egal. Ich darf mich nicht ablenken lassen. Wir müssen zum ONBS-Gebäude. Schnell sogar. Sehr schnell. Wir haben es eilig. Wir sind auf Rettungsmission. Ich meine, wenn man den großen Schlägertypen schon niederstrecken kann, dann hat das wirklich was zu bedeuten. Da kann nämlich nur einer helfen. Nur ich. Nicht alleine. Obwohl ich gerade mal so hoch bin wie der Typ Breit. Naja, egal. Da ist schon der erste Krypto-Knecht, der uns entgegenspringt. Hier kommst du nicht mehr weiter. Krypto-Knecht Brad. Mit Kennybunner und Schmerbe. Okay. Gut. Ja, stimmt. Das würde gehen. Durchbruch auf Kanivana. Vom Typvorteil auf jeden Fall. Und du setzt Body Slam bitte ein. Aua. Bam. Jawohl. No. So. Okay. Ja, ich nehme es noch mal so und noch mal so. Wird schon gehen. Rumsdibums. So. Wunderbar. Krypto-Knecht Brad wurde besiegt und er hat kein Krypto-Pokémon gehabt. Ich hatte gehofft, er hätte noch was Drittes im Ärmel, aber nein. Von einem Winzling wird er besiegt. Ja, es passiert. Ich bin zwar klein, aber ich kann kämpfen. So, ist hier auch einer. Sie ist abgeschlossen. Aufschließen? Ja, sicher. Chiyo, sie haben Chiyo entführt. Chiyo ist Bites jüngere Schwester. Sie ist das Mädchen am Empfang. Du hast doch mit ihr gesprochen, oder? Die Eindringlinge haben sie in den Aufzug gezerrt und nach oben gefahren. Okay. Hier ist aber sonst keiner, ne? Ihr habt euch nur aus eigener Sicherheit eingeschlossen. Okay. Da schimmert etwas. Och, komm schon. Selbst in dieser Situation bewachst du diese... Ja. Dafür haben wir keine Zeit, tut mir leid. Gut. Vielleicht gibt er mir dann später als Lohn dafür, dass ich hier die Kryptoknechte alle verjage. Alle mal hergehört. Wenn sich alle ruhig verhalten, wird keinem was passieren. Also keine Sprenzchen, ja? Versucht doch nur einer einen Mucks zu machen. Dann rumst es. Kapiert? Du kommst mir aber ganz schön verdächtig vor. Ich komm dir verdächtig vor, lieber Mordrin? Na gut. Was soll's? Krebskorps und Fritzeblitz. Okay. Fritzeblitz am besten nicht physisch angreifen wegen der Statik. Ansonsten ist alles egal.
Ja. Rock zu Keep. Ich hatte schon überlegt, ob ich Seemos vielleicht ganz austausche. Weil Fritzeblitz halt ein Elektro-Pokémon ist. Und das vergesse ich immer. Ich vergesse immer, dass Wasser-Pokémon sehr gut gerüstet sind gegen Stahlattacken. Klammer. An wen klammerst du dich? Ach. Okay. Es läuft ja trotzdem gut irgendwie. Wieder Rück zu Keep. Weil ich glaube, Fritzelbitz kann bei Level 17 noch Funkensprung noch gar nicht können, oder? Oder die KI ist einfach dumm und der Morten weiß nicht, dass er eigentlich im Typvorteil wäre. So, rumsdibums. Hundi ist nass und muss nach Hause. Oh, ein Slimer. Aua! Da-da-dum. Mach's mal so. So, Krebskorps ist besiegt. Erfahrungspunkte. Yay, Level Up für Heferlein. 21 immerhin schon. Wunderbar. KP gehen etwas hoch. Yay. So. Das war sehr effektiv. Leider nicht ganz so stark, aber Genauigkeit sinkt immerhin. Ja, pfundig. Ja, super fundig. Ich setze so selten Kampfattacken ein. Ich weiß gar nicht, wie effektiv die wirklich sind. Ach, da fällt mir ein. Habe ich damals beim Let's Play vom Kolosseum nicht auch gesagt, ja, ich setze mal die Typen im Team ein, die ich nie benutze? Aber irgendwie komme ich immer zum selben Muster, dass ich mal ein Wasser, ein Feuer und ein Elektro- oder Pflanzen-Pokémon einsetze. Immer dieses Trio des Todes. Und danach optional Normaltyp, Flugtyp und was sich so ergibt. Psycho auch ganz gerne. Manchmal eben auch wegen Flauschigkeitsfaktor. Du bist härter als der Wächter am Eingang. Ja, ich weiß. Ich bin ja auch so hoch wie er breit, also von daher. Du hast uns gerettet. Vielen Dank. Aber sei bitte vorsichtig. Hier treiben sich bestimmt noch mehr von diesen Kerlen rum. Oh, wir sind gerettet. Yay, hurra. Ich dachte, wir wären schon verloren. Was sagst du? Ich habe befürchtet, dass sie uns auf immer und ewig hier festhalten würden. Danke, dass du uns gerettet hast. Ja, ich habe mich ganz schön erschreckt. Okay, Hauptsache ihr seid alle gesund und munter. Heferlein hat noch kein Item aufgeschnappt. Na gut, das passiert. Ich bin mal gespannt, ob wir von einer Krypto-Knechte vielleicht doch ein Krypto-Poke... Wo kommst denn du her? Hä? Du warst aber nicht im Aufzug, als wir reingekommen sind. Du siehst verwirrt aus. Du kannst dir nicht erklären, wie ich mit dir im Aufzug gefahren bin, ne? Ich habe Folgendes getan. Ich habe mich ganz flach an der Decke gedrückt. Wie Spider-Man. Dazu braucht man ganz schön Muckis, verstehst du? Nicht schlecht, was? Etwas Respekt, bitte. Und jetzt kämpfen wir. Kryptoknecht Volke. Ist doch schon ganz schön trickreich. Und setzt dementsprechend auch ein trickreiches Keckleon ein. Und ein Gehweiher. Hey, das kenne ich vorher. Okay.
Gut, bei Kecleon weiß ich im Grunde auch schon, wie wir da vorgehen können. Erstmal Durchbruch auf Gewaier, dann Aurora-Strahl auf Kecleon, damit es mit seinem Farbwechsel, also mit dieser Fähigkeit, dann zum Eistyp wird. Denn Eistyp-Pokémon sind sehr anfällig gegenüber Kampfattacken und Schallattacken. Interessanterweise. Ja gut, mit Steil kann man sich das irgendwie noch denken, von wegen so ein stählerner Eispickel, der die ganze Zeit das Eis zerschlägt. Und Angriff sinkt. Wunderbar. Yay. So, Heferlein, nimm mal deine Stahlklaue. Und sollte Kecleon dann immer noch stehen, können wir mit Durchbruch auch noch was reißen. Denn Kampfattacken sind sehr effektiv bei Stahl-Pokémon. Ne? Kann man sich auch wieder vorstellen. So ein Kämpfer, der. Oder so. Einen starken Bodybuilder, muskelbepackt, ne? 3 Meter Kreuz. Ja, so ein bisschen Blech verbiegt. Irgendwie so habe ich mir meine Eselsbrücken damals zusammengereimt. Und die meisten sind mir zum Glück bis heute erhalten geblieben. So. Wunderbar. Level 22 für Seemobs. Yay. Yay. Ich sehe so viele Einsen Level-Ups. Das ist irgendwie nicht ganz so... Ja, naja, egal. Oh! Ein Maguito. Ich habe vorhin noch gesagt, ich setze so wenig Kampf-Pokémon ein. Beziehungsweise. Ein männliches Makuhita im Team. Ist eine Überlegung wert, muss man ja wirklich sagen. Wird später zu Hariyama. Wobei mich der Name früher irritiert hatte, als ich. Ja, so relativ zeitgleich, als Pokémon Rubin und Saphir rauskam, einen Japan-Sprachkurs belegt habe. Da wurde mir gesagt, Hari bedeutet so viel wie Nadeln und Yama Berg, also Nadelberg. Für einen Sumo-Ringer etwas ein merkwürdiger Name. Aber inzwischen weiß ich ja, es soll eine Anlehnung an einen realen Sumo-Ringer sein, den man quasi damit ehren wollte irgendwie. Ja. Irgendwie habe ich ein bisschen Angst, drauf zu hauen, muss ich gestehen. Ich könnte es ja jetzt mal mit dem Superball versuchen. So, ich hoffe, es funktioniert. Ich meine, Paralyse, geil. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Yay, ist es drin. Super, wunderbar. Juhu. So, Kryptoknecht Volker wurde besiegt. Geil. Musstest du auch unbedingt in diesen Aufzug mitfahren? Es gibt ja nur den einen. Es gibt ja nur den einen. Oder hast du irgendwo eine Treppe noch gesehen? Dann hätte ich die genommen. Naja, jetzt ist er wieder weg. Kann er mir nicht erklären. Muss er auch nicht. So. Dann würde ich sagen, Seemobs macht mal eine kleine Pause. Und ich sehe schon den nächsten Kryptoknecht. Du musst nur unsere Fragen beantworten und wenn du brav antwortest, wird dir auch nichts geschehen. Ey, bleib stehen, du Punk. Du hast hier nichts zu suchen, also verschwinde. Nö. Ich bleib hier und verteidige hier das OMBS-Gebäude. Mit Überzeugung. Die machen ihre Sache doch ganz gut. Und wen nennst du ja eigentlich Punk? Okay. Gut.
Mach's mal so. Das war schon sehr effektiv. Also, na, hat auch nicht was gezogen. Och man, immer auf das arme Helferlein. Och man, das ist so unflauschig, wenn er immer Helferlein angreift. Okay, ja, dann machst du mal bitte eine kleine Pause. Flammara, komm bitte rein. Okay, und ja, Schaufler. Was Dodo betrifft, können wir uns jetzt Zeit lassen und uns auf Tentara konzentrieren. Ging daneben. Okay. Rumsdibums. Yay. Oh, Palim Palim. Das kleine Glöckchen aus der Höhenregion. Okay. Tududum, wen greifen wir jetzt an? Wir greifen einfach irgendwen an, es wird schon irgendwie funktionieren, ne? So, 315 Erfahrungspunkte. Yay! Und Level Up für Flammara. Level 22 immerhin schon. Juhu! So. Wir haben es geschafft. Yay! Der Kampf ist entschieden. Kryptoknecht Elox ist besiegt. Du kleiner Mistkerl. Mach dir Team Krypto einfach keine Angst. Hey, geht's euch gut? Es war so furchtbar. Sie platzten hier plötzlich herein und stürzten sich auf Lenny. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass Team Krypto so dreist wäre, uns hier zu überfallen. Sie sind wegen Byte hier. Ich kann mir vorstellen, dass deine CD-ROM wichtige Informationen enthalten, die sie unbedingt um jeden Preis geheim halten wollen. Aua. Ach, mir geht's schon gut. Alles, es ist so der Schrecken und eine Schramme am Knie. Alles gut. Ich mache mir nur Sorgen um Byte. Würdest du bitte nach ihm sehen? Okay. Okay, mache ich. Sind hier noch mehr von denen? Da ist die Frau Bodybuilderin. Oh, ich hab's geahnt. Scandy, meine Zuckerschnitte. Dein hübsches Gesicht sehe ich immer gern im Fernsehen. Aber soll ich dir was sagen? In Natur bist du noch viel hübscher als im Fernsehen. Ey, wer bist denn du? Ich wollte mir gerade ein Autogramm von Scandy geben lassen. Stell dich gefälligst hinten an. Okay, Kryptoknecht Rixor wirkt ein bisschen aufdringlich. Er hat Balderfisch und Rihorn. Verdammt, ich wollte Heferlein noch heilen. Ah. Okay, wir tauschen mal aus. Tengulist kann sich mal blicken lassen. Dum 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 dum. Schaufler.
Guck mal, da ist der Erfahrungspunkte Balkenmann auch schon bei der Hälfte schon längst drüber. Die letzten können wir uns mit Sicherheit jetzt noch erobern. So, einmal Gigasauger bitte. Ich hoffe, mein Mikro vom Headset nimmt nicht das Knacken der Heizung auf. Das geht mir gerade so ein bisschen auf den Keks. Es ist sehr dezent, aber irgendwie höre ich es sehr, sehr doch raus. Ich sitze da ja sehr nah an der Heizung. Das ist manchmal von Vorteil, aber die macht Geräusche, das stört mich. Naja, egal. So, noch einmal Gigasauger und verbeiß dich mal in Balderfisch. So, das Lampi ist besiegt. Schade, dass es kein Krypto war. Ich hätte es mir nämlich auch ganz gern gekollt. Aber egal, dafür hat Tingolist jetzt Level 23 erreicht. Yay! Smoggen. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, ob dieses Smoggen die Fähigkeit schweben hat. Na gut, es schwebt so oder so, aber ne, es gibt halt diese Fähigkeit, die Bodenattacken neutralisiert. Ich wage es trotzdem mal. Falls Geheimpower nicht reicht. Dieser Gesichtsausdruck von Smoggern, der ist wirklich legendär, ne? Quatsch. Hey, bisschen kiffen? So wirkt er. Kiffen? Kiffen? Naja. Okay, wir haben es trotzdem besiegt. So, Luft ist raus, verzieh dich. Ich muss gleich erstmal lüften. Magnaien hat jetzt Level 22, wunderbar. Angriff geht auch hoch, wunderbar. Oh. Soll eine Attacke zugunsten von Brüller vergessen werden? Nein. Brüller halte ich für etwas sinnfrei. Ich meine, gut, man kann im Kampf beeinflussen, dass der Gegner sein Pokémon zurückzieht, aber das fällt nicht ganz so in meiner Strategie auf. Also, nee, ich brauche das nicht. So, ihr seid alle sicher? Du bist unser Retter. Mir wurde ganz schön schlecht bei dem Gedanken, dass sie Scandy etwas antun könnten. Oder dir selbst. So ein Mist, ich habe alle Kabel... sie haben alle Kabel durchgeschnitten. Sonst hätte ich alles aufzeichnen können. Naja, Pech. Du? Danke für deine Hilfe. Ich denke, niemand hat damit gerechnet, dass das OMBS die Zielscheibe einer solchen Aktion werden könnte. Aber ich sage dir, wir bringen die Story in die Nachrichten als ganz großen Aufmacher. Okay. Ja gut, zu Recht, ne? Wo? Ach ja, wir haben vorher abgeschlossen, ne? Huh? Oh nein! Schon wieder dieser Puckeplatz-Sensor. P-Sternchen DA war das. So, mal gucken. Ach, in der Wüste auch noch. Jetzt schicken die mich auch noch in die Wüste für ein wildes Pokémon. Okay, das kralle ich mir noch schnell. Im echten Leben wäre das natürlich jetzt ziemlich fahrlässig. Aber hey, das Gute daran ist, es ist ein Videospiel. Wir können uns das mal ganz kurz erlauben.
Die Zeit ist ja in der Zwischenzeit eingefroren, ne? Ja, ich hoffe, das dauert nicht ganz so lange. Aber hey, vielleicht kriegen wir jetzt ein interessantes Boden-Pokémon zu sehen. Irgendwas Interessantes. Ein Sandhahn. Oh. Sandhahn ist irgendwie cool. Ach, mein Helferlein, ich habe dich schon wieder vergessen. Ich glaube, ich gehe danach mal am besten zum Pokémon Center. Ah, wen nehmen wir denn dann jetzt? Wen nehmen wir denn dann jetzt? Du hast keine Attacke zum Einschläfern, ne? Cool, so. Na gut, sieh mal. Aber es ist bei Level 11, muss man auch überdenken, ne? Da hoffe ich, dass ich mit Lebensschelle wieder ein bisschen was reißen kann. Was bei einem Boden-Pokémon natürlich echt unglaublich blöd wäre. Mhm. Aber hey, Genauigkeit geht runter. Ja. Genauigkeit geht runter. Attacke geht schon daneben. Und das mache ich jetzt noch einmal. Dann setze ich wieder Helferlein ein, damit wir einmal schlecken können. In der Hoffnung, dass die Paralyse einschlägt. Und, ja, Glückstreffer. Aber Genauigkeit ist immerhin dreimal gesunken. Dann sollte unser angeschlagenes Helferlein trotzdem irgendwie etwas safe sein. Und just in dem Moment. Wie gemein. Oh, Volltreffer. Das war die böse Rache. Attacke gegen Leben. Okay, gut. Reicht. Wir werfen einen Pokéball. Let's go. Dann haben wir wieder was für den Kryptorbis. So, wunderbar. Spitzname? Nein. So, wurde zum PC übertragen. Zum nächsten PC werde ich jetzt auch direkt hinlatschen, aber da ihr diesen Schritt ja im Grunde auch schon vorhin gesehen habt, schneide ich den gleich raus und naja, wir sehen uns dann gleich wieder im Gebäude von OMBS. Also bis gleich! Huch, ein wildes Hausspross! Ja, sowas? Na gut. Dann versuche ich dich natürlich auch zu fangen. Auch wenn ich jetzt eigentlich ins OMBS-Gebäude wollte. Aber ja, wie das so ist, ne? Kaum geht man vom PC mal weg. Schon meldet sich das Handy oder halt das B-Sternchen her. Und dann fällt einem ein, ach ja, da habe ich ja noch was zu tun. Machen wir das mal schnell. Wir möchten leben. Aber hey, Hopspross ist immerhin Pflanze Flug. Das ist für das Forum von Kryptorbis auf jeden Fall von Vorteil, würde ich sagen. Deswegen fangen wir das mal schnell. Und der Pokesensor hat sich übrigens zweimal hintereinander gemeldet. Das heißt, wir müssen gleich auch noch in die Höhle rein. So, Hopspross wurde gefangen, wunderbar. Und zum PC übertragen. Danke, mein Mondgesicht. So eilen wir denn schnell rüber. Oh, es ist weg. Und der Kuchen ist weggefressen. Verdammt, ich hätte zuerst hierher kommen sollen. Gut, wusste ich ja nicht. Ah,
das... Was hatte Grant gesagt? Je mehr Pokésnacks liegen, desto länger bleiben die Pokémon? Naja, egal. Vielleicht beim nächsten Mal. Ich werde jetzt aber keine neuen auslegen. Ich möchte ja so ein bisschen auch vorankommen hier. Das stört jetzt doch ein bisschen. Da will ich gar nicht erst wissen, wie sehr das stören kann, wenn wir erstmal zum Duellberg gehen. Zu dem wir übrigens jetzt theoretisch schon hinkommen könnten. Naja, egal. Gut, ich kümmere mich jetzt noch um Hofspross und ja. Bis später.